Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sorb am Start für euch mit einer neuen Folge zu Assassin's Creed 3 Remastered, Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser wunderbaren Party zu Assassin's Creed 3. Freunde, ich drehe schon wieder durch, aber ich bin gut gelaunt, ja. So muss es auch sein. Freunde, was mich natürlich auch noch mehr strahlen lässt, wenn ihr das Ganze bewertet, das Ganze unterstützt, das ganze Projekt ein bisschen pusht. Zack, 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 pushen, Freunde. Ja, nicht nachlassen oder sowas. Und vor allen Dingen auch nicht nachlassen in dem Beantworten der Fragen. Denn ich habe dieses Mal wieder eine Frage für euch. Die stand vielleicht auch schon drin, ich weiß nicht genau. Ich habe sie zumindest nicht gelesen, weil es so viele Kommentare sind. Aber mich würde mal interessieren, so rum, daraus wird ein deutscher Satz. Wie zum Teufel fandet ihr den Assassin's Creed Film eigentlich? Habt ihr den gesehen überhaupt? Habt ihr den überhaupt gesehen, den Film? Das ist doch die Frage, Freunde. Habt ihr ihn überhaupt gesehen? Und wenn ja, wie fandet ihr ihn? Und wenn ihr ihn nicht gesehen habt, warum noch nicht? Das ist eine Frage, die interessiert mich. Denn der Film kam mir im Großen und Ganzen nicht so gut weg. Guten Morgen. Und ich werde euch gleich auch noch meine Meinung dazu sagen. Aber ich will jetzt nicht in die Katze die ganze Zeit labern. Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Gut, alles klar. Gibt es leider Zeit. Wie gesagt, der Film kam ja nicht so gut an. War auch kein Erfolg. Finanziell war es ja ein Flop. Und ich bin sehr zwiegespalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich extremst auf den Film gefreut. Weil ich hatte die Hoffnung, dass es so ein Effekt wird wie bei Deadpool. Ja, weil Michael Fassbender ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Der Typ ist heftig krass. Ja. Fun Fact immer noch, der hat deutsche Wurzeln auch. Ja. Deutsche, irische und irgendwas anderes noch, glaube ich. Auch sehr, sehr cool. Glotz nicht. Verzeih. Junge, er ist ein kleiner Jugendlicher. Da gehen die Hormone mal mit ihm durch. Wie gesagt, ich hatte auf so einen Effekt gehofft wie mit Ryan Reynolds und Deadpool. Dieser Ort ist unglaublich. Weil, die Leute. Dieser Lärm, die Gerüche. Ja, ich kann. Oh, scheiße, Mann, ich würde zu gerne weiter erzählen. Und hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Voll labern. Früher habe ich einmal dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe des Landlebens. Es gibt so viel Leben hier. So viele Möglichkeiten. Für wenige, mein Junge. Für wenige. Oh, yes. Ist schon nice, ist schon nice. Die Musik vor allen Dingen, muss ich auch mal sagen, die Musik in Assassin's Creed 3 insgesamt ist auch sehr nice. Hat schon ein paar geile Stücke. Ist dein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Ja, das ist jetzt dein Name. Also gut, fort mit dir. Alter, hä? Das habe ich damals gar nicht mitbekommen, Alter. Das ist eigentlich, dass es hier gerade in dem Spruch von Achilles um Rassismus geht, Alter. Krass. Das habe ich damals, glaube ich, also ich weiß gar nicht, ob ich da drauf eingegangen bin. Heftig, eben. Ja, leider. Ja, man würde am liebsten sagen wollen, leider war das damals so. Leider ist es heute noch so, Alter. Aber egal. Ich will mich da nicht wieder reinsteigen in dieses Thema, Alter. Richtig aggressiv, Alter. Es war schon letztes Mal im Stream. Boah, bin ich richtig ausgerastet. Rassismus, egal. Lassen wir es, Freunde. Ohne Witz, mir kocht das Blut schon wieder, wenn ich darüber nur nachdenke. Egal, jetzt kann ich euch kurz erzählen, was ich gehofft habe. Also, ich hatte auf den Effekt wie bei Deadpool gehofft. Ryan Reynolds hat ja das Projekt Deadpool sehr stark angeschoben, damit es endlich realisiert wurde. Ja?
Und ich hatte immer den Eindruck, dass es bei Michael Fassbender genauso ist, dass er Bock hat richtig auf das Projekt und dass er dahinter steht und dass er das unbedingt verwirklichen will. So hatte ich gehofft. Und ich hatte auch gehofft, dass es genauso gut wird wie Deadpool, aber leider ist der Film nicht so gut geworden wie Deadpool, nicht annähernd. Es ist sehr konfus erzählt worden und das Problem ist, gerade bei Assassin's Creed im Film, dass für Leute, die sich gar nicht mit der Thematik auskennen, das komplett verwirrend ist, gar nicht erklärend ist, das haben sie halt wirklich verschissen. Ich habe damals mit ein paar Leuten geredet, die Spielreihe gar nicht kennen, die haben gar nicht verstanden, worum es eigentlich wirklich geht. Oder lieber tauschen? Ja. Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am State House. Ja, und deswegen, Freunde, die Frage an euch. Wie fandet ihr den Film? Ich sollte zurück zu Achilles. Wie fandet ihr den Film? Ist nicht schlecht oder so, auf keinen Fall. Alle Mann, kommt mit uns. Wir haben genug. Was ist denn jetzt los, Alter? Pöbel und Gesocks, kommt mit mir! Den zum Zollhaus! Aber da war schon mehr Potenzial. War schon mehr Potenzial beim Film. Was ist geschehen? Genau das werden wir herausfinden. Folge mir. Kommt mit zur King Street, wir zeigen's denen. Nö. Am Zollhaus ist was los. Kommt alle mit! Nö. Hier dran konnte ich mich zum Beispiel gar nicht mehr dran erinnern, so richtig. Das habe ich voll vergessen, dass es hier so ein Aufstand war. Als wir mit Achilles in der Stadt waren. Ein letztes Mal auseinander! Versammlungen dieser Natur sind verboten! Wir gehen nirgendwo hin, Bastard! Hey! Geht doch zurück nach England! Nichts Gutes entsteht aus solchem Chaos! Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen. Niemals. Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen. Ihr Feiglinge! Schießt mit nicht. Gewehren auf Unbewaffnete! Wir haben keine Angst. Da. Ist das mein Vater? Ja, das heißt, es wird sicher Ärger geben. Du musst jetzt seinen Komplizen verfolgen. Die Menge ist ein Pulverfass. Er darf die Lunte nicht zünden. Aber nichts an. Tu, was ich sage und los. Komm her, du fetter Feigling. Du schießt ja doch nicht. Hey, Rotrock. Na komm, benutz das kleine Gewehr. Du rumgedrückter fetter Grübel in deinem Rotrock. Wenn wir dich bald kämpfen, gib mich nicht ein. Alter Junge. Geh mal weg da, Jungs. Okay. Oi, du da! Was soll denn dieser Aufruhr? Feuer am Townhaus. Holy shit, das war knapp. Ich versuche mal aufs Dach zu gehen. Alter, wie hoch ist das Haus? Uiuiuiui, der kommt hoch, der kommt hoch. Ah, doch, jetzt, ja, jetzt weiß ich wieder. Jetzt kann ich mich wieder dran erinnern, die Sau. Dein Plan ist gescheitert. Nicht ganz. Ihr Hunde! Feuer!
Unser eigener Vater, ey. Junge, er blockt einfach alles. Ja, du bist der Beste. Ja, genau, genau. Kawabunga, Junge. Weiß Bescheid. Turtles Power. Was ist los mit dem, ey? Ja, das ist, ey, ohne Witz, das, wenn die so durch die Gegend schweben, quasi von einem Objekt zum anderen. Ich muss ja immer an die alten chinesischen Filme denken, wo die dann immer mit so Drahtseilen durch die Gegend geschmissen werden. Gar kein Problem. Zu Achilles. Ja, alles klar. Sie werden gesucht. Oh nein. Du, hey, Bruder. Obacht, Junge. Ich will nur helfen. Wer bist du? Nur ein Bote. Mr. Adams will dich sehen. Was? Warum? Das musst du ihn schon selbst fragen. Treffpunkt ist heute Nacht an der Faneuil Hall. Ich schlage vor, du tauchst so lange unter. Was macht er denn da? Ist etwa die KI sehr dumm? Ja, die KI ist sehr dumm. Was macht er da? Naja. Gut. Danke für die Nachricht. Dann werden wir mal schauen. Na, scheiße. Da vorne sind Enemies. Kann man nicht wie in Brotherhood einfach die Sachen hier abreißen, die Fahndungsbilder? Geht weg, geht weg! Bleib bloß weg, ey, Mutantenkids. Was hat er hier eigentlich? Mission starten. Nee. Nein, Connor! Du sollst einfach nur durchlaufen durch den Torbogen. Mehr nicht. Warum er jetzt auf den Holzpfahl nicht gesprungen ist, weiß man auch nicht so genau. Du bist Achilles Bursche. Connor, oder? Ich sah, was am Bürgerhaus geschah. Schöne Bescherung. Wer bist du? Samuel Adams, stets zu Diensten. Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen. Erkläre. Die ganze Stadt sucht nach dir. Hört her! Hört her! Ein Krimineller treibt sich um. Man gibt ihm die Schuld am Massaker am Townhouse. Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn er gesehen wird. 10 Pfund für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Irren führen. Was kann ich denn jetzt tun? Fang damit an, diese Steckbriefe abzureißen. Komm zurück zu mir, wenn du sie abgerissen hast. Ich kann nicht reden, solange noch Steckbriefe übrig sind. Okay. Och, Jungs, wie habt ihr mich denn jetzt entdeckt hier, Alter? Alter. Jawohl, Junge. Man darf uns nicht zusammen sehen, der kommt doch nicht hierher. Oder hilf mir wenigstens, du Lappen, Alter. Okay, bei dem wurde gar nicht der Angriff angezeigt. Bei dem auch sehr schwer, muss man ganz ehrlich sagen. Man darf uns nicht zusammen sehen. Lappen, Alter. Ist er einfach nur böse oder ist er ein Verräter? Man weiß es nicht so genau. Ja, komm, Jungs. Ah, Connor, da bist du ja.
Ich möchte dir Cyrus vorstellen. Ist das der Mörder? Ruhig, mein Junge. Cyrus ist auf unserer Seite, oder wenn der Preis stimmt, wird er es sein. Kennt jemand diesen Mann? Sieh zu und lerne. Hört, hört! Wir erfuhren, dass der Verantwortliche für die heutige Schießerei womöglich verkleidet war. Eine Perücke und Schminke wurden in der Nähe des Tatorts gefunden. Zeugen sprechen von einem Mann mittleren Alters und blassem Teint, der zu den Landungsbrücken floh, ein Gewehr im Arm. Ich danke euch, Cyrus. Gerne. Dann komm mit. Eine letzte kleine Aufgabe bleibt uns noch. Wo gehen wir hin? Zum Drucker. Was glaubst du, wo all die Steckbriefe herkamen? Sie stammen aus einer Maschine. Wir müssen sie abschalten. Okay, dann komm mal mit, Brudi. Kannst du laufen wie ein Mensch? Ja. Ich muss hier aber rüber jetzt. Macht er aber wahrscheinlich nicht, wa? Der läuft drumherum. Passiert was, wenn ich mich zu weit entferne? Ja, genau. Ich hasse es. Hier lang. Ich könnte über die... Nein. Besser, du lernst erstmal die Tunnel kennen. Tunnel? Die Freimaurer haben ein ganzes Netz davon unter der Stadt. Sie sind recht nützlich, wenn Eile und Geheimhaltung nötig sind. Junge, dann lauf doch halt auch. Vor allem, ich soll ihn eskortieren. Ich weiß gar nicht, wo ich hin, Alter. Ich sehe nur den Marker, aber nicht, wo seine Tunnel waren. Komm, scheiße. Ich renne jetzt hier einfach lang. Ich glaube, da kann mithalten, der Lappen. Jo, alles klar. Ich wollte gar nicht rein, aber egal. Jetzt schon wieder getrommelt, Alter. Pam 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 pam. Hey Jungs, das muss jetzt sein. Lass ab von ihm. Er ist nur ein Kind. Ich mach's einfach so, Freunde. Ich gehe einfach jetzt übers Dach. Muss wahrscheinlich eh anonym nochmal werden, ne? Schießen die auf mich? Sehen die mich? Ja, die sehen mich. Okay, komm, Jungs, dann machen wir es also. Hat der gerade seinen Kollegen getötet? Ihr habt kein Recht, ihn so zu behandeln. Hä? Hä? Woher kommen die? Sind die gerade gespawnt? Ja, so wird zum Thema nicht auf Level 3 zu kommen. Das ist doch unfassbar, Junge. Wo kommen die alle her? Hallo, ich drücke Kreis zum Blocken. Was ist das für eine Scheiße eigentlich? Will der mir nicht mal helfen oder was? Lass ab von ihm. Er ist ein Kind. Du merkst nicht, dass das nichts bringt? Jetzt stechen halt auch ab. Lass ihn in Ruhe. Das Kampfsystem ist so scheiße, Alter. Lass ihn in Ruhe. Sag mal, ich prügel auf den... Jo, alles klar. Ich werde es rausschneiden. Das endet ja überhaupt nicht, Junge. Was ist hier los, Junge? Er steht einfach nur und guckt zu. Jetzt lässt er von dem einen wieder ab. Muss ich nochmal 50 Mal draufschlagen, dass er tot ist. Von euren Verbrechen erfahren. Gott, was ein Scheiß. Was ein Scheiß. Jetzt komm her, Pissbacke. Also,
Ich sehe dich drin. Boah, schnell beenden. Ich kriege richtig einen Ausraster gleich. Junge, 18 Milliarden Leute wieder, die getötet werden wollen. Die eine Gruppe ist 100% genau neben... Ich muss nochmal im... Wenn ich das Video schneide, muss ich mir das nochmal genau reinziehen. Das sah aus, als wenn die gerade da gespawnt sind. Einfach so auf die Welt gekommen sind. Plopp. Unfassbar. Oh. Warte. Okay. Zünde die Lampen mit deiner Laterne an, Connor. Sie zeigen uns den Weg, sollten wir umkehren müssen. Und weshalb bauten Sie diese Tunnel? Okay. Sehr gut. Lass uns weitergehen. So sehr es mich schmerzt, das zu sagen, aber wir müssen den Ratten folgen. Sie bewegen sich oft in Richtung Ausgang. Okay, Sam. Gut, gut. Du hattest recht. Ich entschuldige mich für meine Zweifel. Kein Wunder, dass Achilles so an dir interessiert ist. Teufel! Ich schätze, Schlösserknacken gehört nicht zu deinem Repertoire. Oh, jetzt schon wieder Schlossknacken. Ah, kein Problem. Gut gemacht. Der Drucker ist nicht weit. Wir sehen uns dort. Alles klar, das ging schnell. Weil ich einfach so ein genialer Profi bin, weißt du? So genial, einfach nur unfassbar. Boop, beep, boop, beep, boop, boop. Aber ich glaube, wir kommen jetzt so langsam mal zum Ende. Daher, size, Freunde, natürlich wie immer, ja. Checkt die Videobeschreibung ab. Kommentieren und bewerten nicht vergessen, ja. Ganz wichtig, ganz wichtig. Und ansonsten natürlich die Frage der Folge beantworten, ja, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Interesse habt. Wie fandet ihr den Film, Assassin's Creed Film? Nicht den Ezio Film natürlich, meine ich, war ist klar. Nicht das jetzt schlaue Berger, es gibt nur zwei. Ich meine natürlich den richtigen Hollywood Film, aber habe ich ja auch klar erklärt mit Michael Fassbender und so. Und wenn ihr ihn nicht kennt, warum habt ihr ihn noch nicht geguckt? Das sind ein paar Fragen an euch. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Bock habt, seid dabei. Danke fürs Zusehen. Haut rein.